So, ich habe jetzt den Strom eingestöpselt und versuche mal einfach loszulegen. Starte den Rechner. Monitor ist angeschlossen. Ja, und hier das Booktop. 1022. Den Utility Manager kann ich ja sicher erreichen, weil ich keine Tastatur angeschlossen habe. Ich habe keine. So, der Monitor wird da offensichtlich neu erkannt. Scheint zu dauern. Jetzt geht der Monitor wieder an. Und die Maus ist auch erkannt worden. Wunderbar. So, da ist die schöne Oberfläche. Upsa. Nervige Norton. Der Gigabyte Smart Manager, der ist ganz gut. Gucken wir gleich mal rein. Aufgelöst ist der Monitor momentan mit 1024x768 Pixel und es wird angeblich ja, 1280 bis 1280x1024. Soll er können, das wollen wir mal ausprobieren. Macht einen guten Eindruck, kann er aber nicht. Stellt zurück auf 1024x87. Gucken wir mal, was wir über diesen über die Grafikkarte machen können. Ja, da unten Modi auflisten. So, und dann macht er auch 1280.024 bei 75 Hertz. Sieht ja eigentlich ganz gut aus. Und dann führe ich direkt mal diesen Smart Manager vor von Gigabyte. Finde ich eigentlich ein gutes Programm. Hier wird angezeigt, wie sehr die Batterie gefüllt wird. Das Gerät läuft allerdings nicht ohne Station, hatten wir ja vorhin schon. Angezeigt, was eingebaut ist. Bluetooth habe ich ausgeschaltet, das brauche ich gerade nicht. WLAN habe ich eingeschaltet und auch schon verbunden, wie man hier unten sieht. Das habe ich vorhin schon mal gemacht, ohne diese Dockingstation. Hier ist offensichtlich auch noch ein WWAN eingebaut und auch da habe ich schon die SIM-Karte eingesteckt, die ich brauche, um zu surfen über UMTS. Ja, kann man noch Lautstärke regeln, Helligkeit und Kamera ein- und ausschalten. Und hier nochmal so ein paar Power-Management-Profile auswählen. Ja, was gibt es da groß zu zeigen? Die Maus funktioniert, was ich angeschlossen habe. Ich kann ja mal probieren, ob auch Audio-Funktionen laufen. Das heißt, vielleicht eine Internetseite aufrufen und einmal ein Radioprogramm anwerfen. Was ich gar nicht kann, weil ich gar nichts eintippen kann im Moment. Mal schauen, was so ist. So hinkriegen. Blablabla. Favoriten. Links. Radiostationsübersicht von Microsoft. Internet Explorer. Und was macht klack, klack, klack? Und das kommt aus meinen Boxen, die hier daneben stehen. Ja, das sollte man ja schon mal gehört haben. Klack, klack, kommt also Sound auch raus, geht also wunderbar. Ja, die Sachen, die ich angeschlossen habe, funktionieren. Wüsste jetzt auch nicht genau, warum es nicht funktionieren sollte. Media Player kann ich installieren. Also insgesamt macht es einen duften Eindruck. Man kann schlicht und einfach mal ganz schnell runterfahren. Dann geht das Ganze in den Ruhezustand. Nein, okay. Ja, ist das Ding aus. Kann man schlicht und einfach schwupps mitnehmen. Vielleicht noch den Monitor ausschalten, damit er nicht so ein Zeug anzeigt. Und dann halt das Booktop 1022 meinetwegen mit in den Garten nehmen. Und es ist nebenbei auch noch ganz nett, dass es direkt dabei, dass der Akku direkt dabei geladen wird, wenn es in der Station steht. Man könnte natürlich auch das Netzteil mitnehmen und an den entsprechenden Netzanschluss anschließen. Nochmal die Special Features hier, den Express Card Slot für
ein UMTS-Modem, das halt nicht so weit rausguckt, wie zum Beispiel diese USB-Sticks. Wobei das aber gar nicht nötig ist, weil hier ja auch schon der SIM-Card-Slot eingebaut ist. Man kann das also durchaus auch nochmal für was anderes benutzen, zum Beispiel GPS-Empfänger, Radio, was auch immer man da gerne hätte. Die SIM-Karte nehme ich direkt wieder raus. Die brauche ich ja noch in einem anderen Rechner. Obwohl ich es echt cool finde, dass es eingebaut ist. Hätte ich schon auch ganz gerne. So, hier sind nochmal Erweiterungsmöglichkeiten. Das hatte ich aber auch alles schon genannt. Von daher schicke ich das wieder zurück. Ist ein cooles Gerät, gefällt mir gut. Kostet 450 oder 500 Euro fast, glaube ich. Werde ich in meinem Artikel aber nochmal genauer schreiben. Und ob es sich lohnt, ist so eine Sache. Ich persönlich arbeite mit dem S101, das ich sehr schön finde. Hier, das hat einen glossy Bildschirm. Das ist nicht ganz so schön, aber dafür ist er ja auch heller. Vor- und Nachteile, Vorteile überwiegen ganz klar meiner Meinung nach. Eigentlich ein Kauftipp. Ich schicke es trotzdem zurück. AD Gigabyte Booktop 1022. Tschüss, danke.